Servus, Glück auf. Und jetzt sind wir weiter für 7 Days to Die. R-Mod Alpha 18. Start nach Mars. Und Glück, bis der Arzt kommt. Kann man nicht anders sagen, oder? Schon pervers. Also selbst ein Tod würde uns jetzt gar nicht so sehr treffen. Ja, ich hau's jetzt erstmal rein. Das ist schon echt. Noggles scrap ich weg. Kriege ich eh nicht mit. Kiste ist auch schon voll, also. Zack. Schaufel nehme ich mal mit. Und wegen vielleicht nochmal so ein paar Cobblestone-Blöcke oder sowas. Mein Gott, ernsthaft? Cool, hier sind wir am einen Ausgang, ist auch nicht schlecht. Ja. Ich habe schon dahinter gehört, aber hier haben wir auf jeden Fall noch wieder Cobblestonies. So schlauer bin ich mir gerade auch nicht sicher. Respekt! Hallo, ich hoffe, dich keine Mine. Krass, Alter. Okay, also ich glaube, ich habe auf jeden Fall den richtigen Eingang gewählt vorhin. Weil das ist natürlich jetzt hier schon ein Haufen. Zum Bösen. Naja, weiß ich, setz gleich ein Turbo ein. Ist echt so ein Ikea sein, oder was? Ja, ich scheiß gerade echt auf die Kills. Ne? Mir geht's gerade echt hier. Mach mal schön weg hier mit ein paar Spikies. Why not? Mal aufpassen, wenn eigentlich einer einen Turbo zündet. So wie du, dumme Sau. Molly mitnehmen sollen. Das. Ich weiß, da kommt gleich auch eine Mutti irgendwo rausgeschossen. Da kommt sie schon. Ist aber auch schon angeschleppt, wie es aussieht.
Guck mal, wie viele Zombies da rauskommen, ey. Alto Belly. Stamina. Lebt immer noch. Alter. Wie, du lebst noch? Was ist denn mit dir nicht richtig? Dauert mir zu lange. Oh, wie OP die AK einfach ist, Leute. Guckt's euch bitte an, ey. Waren zwar 20 Schuss, aber ratzi, fatzi. Gut, ich war natürlich teilweise schon angefrackt, ja. Aber trotzdem seht ihr, wie OP eine AK ist. So, hatte ich nicht nur irgendwo mein Geschütz hingesetzt? Drin, naja, genau, vom Scheißhaus da. Ja gut, aber da sollte ich jetzt die Steeper da aber alle weg haben, also. 4 Lockpicks ist sehr nice. Da drin waren einige Saves. Vielleicht kriegen wir welche auf. Immer her damit. Ja, wie gesagt, auf Kochen brauchen wir nicht mehr gehen. Ich habe schon so viele Rezepte gelernt jetzt. Ist alles gut. Ist natürlich schön. Ja, da geht's rüber in den Raum, wo ich noch nicht war. Wenn ich die ganzen blauen Dinger sehe, muss ich. Erspart mir eine Menge Farmerama hier, diese Gobestoni-Geschichte. Ja, wie gesagt, also hier sollte jetzt echt keiner mehr kommen, jetzt so aktuell, ne? Gerade so viele da weggemacht draußen. Level 3, bevor ich das wieder... Zack. Ja, jetzt auf der Seite können natürlich noch welche kommen. Wie gesagt, ich werde alle nicht mitkriegen. Ich habe auf jeden Fall alles richtig gemacht, mit hinten reinzugehen. Das ist natürlich so ein bisschen der Tatsache geschuldet ist, dass ich von der verkehrten Seite das Gebäude gesehen habe. Oh, hier sind wieder einiges lieb. Obwohl, nee, bei den Kassen war ich doch schon, ne? Oder? Ist nur die andere Seite. Von der Gobestonis. Eine Tür zugemacht. Alter, was bist du denn so nah? Junge, Junge.
Junge, Junge, Junge. Also ohne Geschütz, ohne AK wäre es jetzt schon in die Hose gegangen, glaube ich. Aber wir haben es ja. Ich habe gesehen, da drin sind noch Essenskisten. Ja, scheiß drauf. Ich habe die Waffe, ich habe die Muni. Nutzen. Nutzt das, Leute. Das kann ich euch auch nur ans Herz legen, anstatt immer alles aufzuheben. Das hat am Ende des Tages keinen Sinn. So, ich weiß nicht, ob es hier jetzt auch Cobblestonis noch rausgibt. Guck mal, wenn, dann repariere ich die Schippe. Ne, Zement. Zement werde ich nicht mitkriegen, glaube ich. Cardbox gibt oft Muni. Lockpicks, Pfeile, ist in Ordnung. Ich glaube, ich werde es trotzdem mal abfahren, das Zementzeug. Echt 219 und war da drinne? Nice. Farbe kannst du dir knicken. Was ist echt viel, ne? Ich möchte halt einfach nicht in der Wüste bleiben. Level 3, ich muss auch echt aufpassen. Ab Level 5 ist der Buff weg. Und dann wird's hart. Also dann kann ich nicht mehr in der Wüste groß rumrennen. Wenn ich das hier sehe gerade, geht das locker ein Tausi an Zement. Also. Erinnert mich ein bisschen an Escape from Tarkov hier, der alte Ikea. Ja, guckt euch an, wie viel hier rumsteht, ey. Ja, muss ich mitnehmen. Nützt nichts. Nützt nichts, Leute. Da muss ich echt gucken, irgendwie. Ja, direkt selber bauen. Ich meine, können wir natürlich jetzt. Schon ein paar Gummistonis. Aber ansonsten erstmal irgendwo was Kleines einnehmen. Vorzugsweise im Wald. Dann erstmal das Zeug alles safe, was wir haben. Also ich werde hier nicht rauskommen diesen Tag. Auf keinen Fall. Weil da hinten müssten ja eigentlich auch nochmal ein, zwei Räume sein. Einer war noch mit Saves. Ich hoffe, dass nicht ganz so viele Sleeper sind. Wie gesagt, ich will echt nicht Level 5 werden. Na gut, wir können noch ein bisschen Leder organisieren, dann können wir uns einen Poncho machen. Dann sollten wir es ein bisschen in den Griff kriegen, aber. Ja, also wir haben jetzt schon 1200. Kann ich ja nicht liegen lassen, Leute. Wer weiß, vielleicht finden wir einen Zementmixer oder wir finden die Schematik und dann holen wir noch ein bisschen Steine und dann können wir uns direkt irgendwie hier 2000 Concrete Mix machen, also.
Tag 2, ja. Also wir haben alles richtig, ich habe alles richtig gemacht. 2 AKs, Double Barrels haben wir auch 2 liegen. Könnten wir uns auch mal eine mitnehmen. Aber solange wir Muni haben für die AK, ihr seht die AKs, die ist einfach OP. Das muss man sagen. Das ist schon Rust-mäßig. Die MP5 jetzt noch nicht gehabt. Aber ihr seht ja. Wäre natürlich mega gewesen, wenn das alles Gobblestones gewesen wäre. Nee. Ich sage ja, es wären 2K. Krass, 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 Leute. Gut, 2200 fast. Ja, keine Ahnung, ich kann mich nicht beschweren. So gar nicht. Sogar schon ein bisschen Kohle für den Händler. Stark, da wurde ein Zombie zu uns. Hat direkt mal in die Fresse gekriegt. Kaffeerezept. Seedrezept, was? Yucca. Bände. Kaffee können wir schon. Was bist du wert? 40. Ach, scheiße. Weiß nicht, was es bringt. Irgendein Pot Scrap ist. Wir haben, glaube ich, schon 7 Stück liegen oder sowas. So, jetzt haben wir noch die Kisten hier. Ja, kannst du wiederholen. Läuft, läuft, läuft. Schon wieder so gut, dass es schon wieder beängstigend ist. Ich sehe gleich so eine Badass-Horde oder sowas auf mich zukommen. So, ich muss jetzt auf einmal hoch. Noch 2 Kisten, es könnte auch nochmal Secret Stuff sein. Gönn dir. Ich werde hier in alles reingucken. Duct Tape ist nice. Da komme ich zu den Saves, okay. Da werden wahrscheinlich nochmal neue Sleeper sein. Hier komme ich noch. Ja gut, dann gehen wir eben durch. Tja, Kiste. Eine zweite Kiste. Macht keinen Sinn, sonst. Das Schöne ist, ich kann ja jetzt hier Move all items to loot containers that already have. East one stack in there. Okay. Dann packen wir das noch mit rein. Ist da. Lockpicks nehmen wir mit. Das ist natürlich auch alles weggepackt, das ist natürlich dumm. Bandagen habe ich. Können wir mal nachladen.
Gut. Nehmen wir da noch eine mit. So, jetzt mache ich aber eben die beiden Kisten hier. Bis da nochmal Secret. Ach, guck mal, Gobbelstonis. Ob hier nochmal ein Sleeper um hinten an der Kiste irgendwo auftaucht. Nice. Gib mir nochmal ein bisschen Attach hier. Oh. Eine gelbe AK. Das Snitchy. Kann ich die eigentlich entladen? Wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Was grappen. Dann entlädt sie sich. Nice. Rotpunkt. Sau gut. Mal Crossbow-Bolts. Okay. Können wir auch mal gucken. 51 zu 44. Also es lohnt sich auch schon. Gut, jetzt geben wir uns nochmal 200. 300 Gobblestonis. Ah, mehr sogar. 70 von 2, 140, 400 oder was? Ja, perfekt. Wirklich perfekt, Leute. Kannst du nicht anders sagen. Start nach Mars. Ist ja auch keine, von Wanderhorn haben wir nichts mitgekriegt. Das Gebäude ist so groß, wenn die hier drauf zuwandern. Ja. Gönnt euch, ne? Gerade wenn sie von der einen Seite kommen, da sind die ganzen Minen, Stacheln, Dinger da. Das sieht gar nichts. Nicht den Tag vom Abend loben, ja? Ich werde jetzt auch die AK wegbringen noch eben. Level 4, ab jetzt wird's haarig. Wird auch mal eben entladen. Ich werde hier so eine mitnehmen, das reicht. Dreier heben wir erstmal auf. Okay. Auf jeden Fall Kries durchgelootet jetzt hier. Heute. Ja, Rüstung muss ich gucken. Ich habe natürlich jetzt auch schon ein bisschen. Bisschen Gewicht nicht, dass wir zu langsam wären, deswegen. So, können wir das nämlich jetzt nochmal essen. Nochmal was trinken. Gut. Nicht zu übermütig werden, hier liegen überall Minen rum, wie ihr seht. Und hier könnte mit ein bisschen. Boah, so viele Koffer, so viel Loot, Leute. Das ist doch pervers. Guck mal eben. Alter, da stehen sogar zwei Hightech-Kisten. Alter, Betty, wir werden hier rausgehen mit so viel Zeug. Gut, die Sleeper haben wir alle vorne. Deswegen waren das auch so viele. Die sind direkt von hier noch mit rübergekommen. Sollte clean sein, wie es aussieht. Ja, das kriege ich auf jeden Fall durchgelootet jetzt. Okay, die sind zum Glück teilweise auf.
Ja, das muss ich jetzt Reihe für Reihe gehen, ja. Also wenn die alle zu gewesen wären. Junge, Junge. Ach, die sind alle auf, ja gut. Da habe ich nichts gesagt. Dann ist die auch nächstes Mal einer. Das ist schwach für so eine Kiste. Das ist schon besser hier. Stoff nehmen wir mit. Ach, guck mal hier, zweimal Muni oder Waffen. Junk Turret. Viermal Mod. Ja, da können wir mal in der Nacht gucken, was wir da alles für Mods, Rüstung haben, was wir da zusammenschrauben können. Vier Saves. Was soll das sein hier? Ach so, okay. Frage ist auch, kann man Mii noch aufnehmen? Ich will es gerade nicht riskieren, dahin zu gehen. Ey. Gut, jetzt haben wir noch vier Saves, dann haben wir es. Sind doch erst mit 6 überladen. Naja, schauen wir mal. Wahrscheinlich werde ich sie aufkloppen müssen. Muni immer gut. Gerade AK Moon. Alto Belly. 4 AKs. Nix, echt nichts Besonderes in dem Game. Ich überlege gerade, hier ist ja auch noch ein Stock drüber, ne? Den Dingern machen. Mitgeschwört kriege ich es eh nicht. Wäre schön, wenn man sie anlegen könnte, so als Ausrüstungsgegenstand. Aber extra unten in der Leiste haben, ist halt auch wieder so. Das läuft aber auch hier sehr gut, also. Vernünftig. Oh, Wanderhörtchen. Ich bin komplett überladen. Oh, 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 oh. Oh, 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 da kommen sie. Oh, die wandern da durch. Gehen sie alle drauf. Die denn jetzt her da? Kam die? Ach, die kommen von oben runter. Alter, und nicht gerade wenig. Genau, geh mal schön den Weg weiter.
Genau, schön weg hier. Geht schön in die Spikes. Kannst ja nur die ganzen Speere droppen. Ein Reinforce Club haben wir auch schon. Ja, ich werde die wegknallen müssen hier. Erstmal lasse ich sie machen. Jetzt zur Nacht hin. Okay, sind immer noch welche oben. Na gut, Leute, sind aber schon bei 32 Minuten. Genau, gönnt euch. Bin von der fette Wanderhorde. Gucken gleich, dass wir die noch wegkriegen, bevor Nacht ist. Und ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Lasst einen in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Bis dann.